Ja, herzlich willkommen. Vorletzte Runde. In der letzten Woche haben wir uns mit der Frage nach dem Unterschied zwischen Poesie und Prosa beschäftigt, zumindest zuletzt. Der Hintergrund dieser Frage ist relativ einfach. Also das ist nämlich die Frage, ob es nicht sein könnte, dass die Differenz zwischen Poesie und Prosa eine der zentralen Ordnungstechniken der Literatur ist für literarische Werke, zumindest eine Zeit lang. Oder um es nochmal deutlicher zu sagen oder deutlicher zu fragen, könnte es nicht sein, und das, so sagt das Ulrich Johannes Beil in einer Studie relativ nebenbei, dass Poesie und Prosa die beiden primären Gattungen sind. So formuliert Beil das in einer Studie über den Roman tatsächlich. Wenn man diese Frage stellt, dann macht man dabei einige Voraussetzungen. Das sind teils theoretische Voraussetzungen, teils historische Voraussetzungen. Eine dieser Voraussetzungen ist eben ganz einfach, dass sowohl Poesie als auch Prosa irgendwie zur Literatur gehören. Denn nur dann, nur wenn das, was als Literatur, als Dichtkunst irgendwie gilt, irgendwie beides umfassen kann, nur dann kann man diese Frage irgendwie sinnvollerweise stellen. Man kann sie also nicht sinnvollerweise stellen, wenn Dichtkunst gleich oder identisch ist mit Poesie. Das war so ein Beispiel, so gilt das bis weit ins 18. Jahrhundert rein, zumindest ist das so die dominante Deutung. Die Dichtkunst ist identisch mit der Poesie, dann ist die Frage, ob beides literarische Gattungen sind, hinfällig. Poesie ist Dichtkunst und Prosa ist einfach keine literarische Gattung, sondern wird ausgegrenzt. Sie ist das andere der Poesie. Also was die Voraussetzung für die Frage, die wir stellen, ob das beides irgendwie primäre Gattungen sind oder ob wichtige literarische Ordnungstechnik, sind irgendwelche Begriffsverschiebungen, Verschiebungen in den Begriffssemantiken. Der Begriff der Dichtkunst muss also gewissermaßen vom Begriff der Poesie entkoppelt werden. Es muss also zu einem Moment kommen, in dem auch Texte der Prosa zur Literatur, zur Dichtkunst gezählt werden, unter diesem Begriff verhandelt werden. Es kommt dazu am Ende des 18. Jahrhunderts und es kommt vor allen Dingen erstmal zu forcierten Reflexionen darüber, was denn eigentlich Poesie ist und was denn Prosa sei. Und es kommt dann eben zu Aussagen wie dieser hier, die hatten wir bereits gesehen von Friedrich Schlegel, der sagt, diese wunderbare Prosa ist Prosa und doch Poesie. Hier ist irgendwie eine Unsicherheit in der Begriffsverwendung zu beobachten oder besser, eigentlich ist es keine Unsicherheit, es gibt einen Moment, in dem Begriffssemantiken sich offenbar zu wandeln beginnen. Einerseits gibt es in Schlegels Spruch hier noch einen Poesiebegriff, der offenbar der Prosa entgegengesetzt ist. Zugleich aber entsteht eine Möglichkeit, dieser entgegengesetzten Prosa doch den Poesiestatus zuzusprechen. Denn sonst wäre irgendwie Schlegels Aussage ja erstmal widersprüchlich. Jedenfalls, wenn man so von einem so einem disjunktiven, von einem strikten Gegensatz zwischen Poesie und Prosa ausgeht, dann läge hier ein Widerspruch vor. Dann ist ein Text eben entweder Poesie oder Prosa. Eine solche Aussage wäre dann nicht möglich. Wir müssen also, im Grunde operiert hier Schlegel bereits mit zwei unterschiedlichen Poesiebegriffen, beziehungsweise er spielt diese Begriffe gegeneinander aus, weicht sie auf, versucht so Doppelattribution. Und damit möglich wird damit etwas, was man poetische Prosa oder prosaische Poesie, besser poetische Prosa nennen kann. Ich habe diese Grobentwicklung, die wir erstmal postulieren im weitesten Sinne, diese Grobentwicklung das letzte Mal in diesem Schaubild eben versucht zu beobachten, wobei das noch nicht alles bezeichnet, was wir schon beobachtet haben. Wir hatten auch gesehen, also es ist nicht nur so, dass Prosa offenbar in die Poesie hineinkommt oder in den Bereich der Dichtkunst hereinkommt, sondern dass auch im Zuge des 19. Jahrhunderts, Ende des 18. Jahrhunderts findet das schon statt, auch Bereiche, die bis dahin in der Poesie zugerechnet wurden, auf einmal aus der Poesie ausgeschieden werden. Didaktische Poesie da haben wir mehrmals drauf geblickt, eben weil didaktische Poesie zweckgebunden ist, andere Zwecke erfüllt, lehren will, und das ist nicht im Kern der Poesie, die sich an die Einbildungskraft, an die Fantasie so, richtet. Also jetzt sind wir mittendrin in diesem semantischen Umbauprozess, auf den wir das letzte Mal schon einen Blick geworfen haben. Wir haben das vor allen Dingen anhand Johann Jakob Engel gemacht. Und ich will die Ergebnisse, die wir da hatten, jetzt noch in der letzten Woche erarbeitet haben, noch einmal kurz resümieren und dann von da aus weitergehen.
Also untersucht haben wir die Anfangsgründe einer Theorie der Dichtungsarten aus deutschen Mustern entwickelt, eben von Johann Jakob Engel. Im ersten Hauptstück dieser Anfangsgründe, dieser Theorie, problematisiert Engel dabei die Unterscheidung zwischen Poesie und Prosa, und er diskutiert dabei diverse Differenzkriterien, die alle seiner Meinung nach nicht hinreichend sind, die Unterscheidung also nicht begründen können. Das Verskriterium diskutiert er, das Fiktionalitätskriterium, also Literatur ist erfunden oder Poesie ist erfunden, und ein Ausdrucks- oder Stilkriterium, das sehr nah an dem ist, was dann Anfang des 20. Jahrhunderts erst unter so abweichungstheoretischen Ansätzen im Strukturalismus diskutiert wird. Also Literatur ist irgendwie eine abweichende Art von Sprachverwendung, Poesie ist eine abweichende Art von Sprachverwendung. Das diskutiert er alles schon. Nichts davon kann allerdings seiner Meinung nach die Differenz zwischen Poesie und Prosa begründen. Damit hat er allerdings ein Problem, denn was ihm flöten geht, sind textuelle Kriterien für die Unterscheidung zwischen Poesie und Prosa. Es gibt irgendwie keine an Text mehr wirklich nachweisbaren, objektiv nachweisbaren Merkmale, anhand derer Poesie und Prosa zu trennen ist. Also beim Verskriterium ist es so einfach, da geht es halt ganz gut. Ich kann mir einen Text anschauen und sagen, der ist in Versen oder nicht in Versen, das ist gebundene Rede oder nicht, ist ungebundene Rede, und dann kann ich sagen, das ist Poesie und das ist Prosa. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Keine eindeutig nachvollziehbaren Zuordnungen bieten sich mehr an. Engel macht anstatt dessen was anderes, er psychologisiert, so habe ich das genannt, die Differenz von Poesie und Prosa. Das heißt, ob ein Text Poesie oder Prosa ist, hängt davon ab, einfach gesagt, ob er eine bestimmte psychische Reaktion beim Leser hervorruft. Ich habe das Zweckkriterium genannt. Poesie ist eben in der Lage, so nennt Engel das, lebhaftere Vorstellungen zu erzeugen. Genau das ist, wenn ein Text diese lebhafteren Vorstellungen beim Leser erzeugt, dann ist es Poesie. Beziehungsweise, und da kommen wir in ein Dilemma, es gibt hier sowohl auf der Produzenten- als auch auf der Rezipientenseite gewisse Voraussetzungen. Auf der Seite des Produzenten natürlich, das ist die erste Voraussetzung, der muss besonders starke, kräftige, besonders vorzügliche Seelenkräfte haben, um überhaupt einen solchen Impuls zu setzen, der dann beim Leser nachher eben eine lebhaftere Vorstellung hervorrufen kann. Das ist schon mal klar, wenn der das nicht in den Text packt, steckt das da nicht drin, so würde Engel sagen. Es hängt aber auch eben am Rezipienten, an der Güte der Seelenkräfte des Rezipienten, ob dieser das als Poesie erkennt. Wenn er, dieser Rezipient, ungebildet ist oder eben einen schlechten Geschmack hat, dann kann es passieren, dass er einfach nicht empfänglich, nicht sensibilisiert ist für sowas und schlechte und falsche Urteile vornimmt, also Poesie zum Beispiel nicht von Prosa unterscheiden kann. Eine zentrale Rolle kommt hier also dem richtigen Geschmack zu, weil dieser Geschmack eben die Urteilsfähigkeit letztlich bezeichnet, Poesie von Prosa zu differenzieren. Eben auch dieser Geschmack beruht auf bestimmten sehr komplexen psychologischen Dispositionen, in die Bildung, aber auch moralische Sensibilität, moralische Urteilsfähigkeit und so weiter einfließen. Bei Engel ist das im Prinzip ein intersubjektives Potenzial, also jeder ist im Grunde in der Lage, Engels diskutiert das nicht, aber spricht aus seinen Ausführungen, kann man aus seinen Ausführungen herauslesen, er problematisiert nämlich auch den Geschmack nicht. Jeder kann im Grunde ästhetisch richtige Urteile fällen. Das ist ein typisches Menschenbild der Aufklärung, jeder hat dieses Potenzial, wir sind erstmal gleich. Und bei Engel ist eigentlich immer eher der Fokus darauf, das wird schon irgendwie durch Volksbildung, Volksaufklärung, wird das am Ende schon klappen. Also jedenfalls wird es für ihn nicht problematisch. Allerdings steht hier natürlich das Potenzial drin, dass man sagen kann, du hast vielleicht das Potenzial, aber du nutzt es nicht. Dein Geschmack könnte irgendwie ästhetisch sensibel sein, aber dein Geschmack ist es leider nicht. Du hast halt eben keinen richtigen oder keinen guten Geschmack. Man kann das also anderen Leuten ab und zusprechen, was ein Problem ist. Also, soweit waren wir in der letzten Woche gekommen.
wir haben hier tatsächlich in diesem Geschmacksmoment steckt dabei eben auch ein soziologisches Moment. Denn tatsächlich ist die Frage, wie gebildet und wie ausgebildet der Geschmack ist, letztlich ja auch eine Frage der Herkunft, der sozialen, des sozialen Milieus, der Klasse, des Standes, aus dem man kommt. Und diese Kopplung wird von keinem dieser Theoretiker, zumindest dieser Aufklärung, Spätaufklärungstheoretiker, vorgenommen. Das haust hier aber irgendwie in dieser Unterscheidung, nämlich ein Moment der sozialen Differenzierung. Also ein Bauer zum Beispiel wird sicherlich nicht, also der wird diese Texte, über die Engel spricht, wahrscheinlich, wenn er überhaupt lesen kann, vermutlich kann er gar nicht lesen, und wenn er liest, dann liest er allenfalls die Bibel oder den Katechismus, aber er wird auf jeden Fall die Texte, über die Engel spricht, gar nicht erst verstehen, geschweige denn auf die Idee kommen, oder dass diese Texte bei ihm irgendwie lebhaftere Vorstellungen zu erzeugen. Das wird wahrscheinlich schon am Schriftsinn scheitern, dass er überhaupt diese Texte wahrnehmen kann. Aber eben das spielt für Engel überhaupt keine Rolle. Wir werden gleich sehen, dass das allerdings dieses soziologische oder soziale Moment für andere durchaus eine Rolle spielt. Und damit ist im Grunde das Programm für heute grob umrissen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie eben mit dieser Differenz Poesie und Prosa auf eine bestimmte und wertbehaftete Weise Literatur geordnet wird. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie das eben mit soziologischen Aspekten korreliert, zusammenhängt mit Annahmen und Aussagen über den sozialen Ort des Publikums und eben auch der Produzenten. Es geht also wieder mal um so einen Zusammenhang von Gattung und Gesellschaft, also um die Frage, wie Gattungen und soziale Ordnung zusammenhängen oder eben wie Gattungen, wie generische Ordnung und soziale Ordnung miteinander korrelieren. Ich werde das heute erstmal versuchen, so im Allgemeinen aufzuziehen, im Allgemeinen anzuschauen und dann zunehmend konkreter werden, ganz konkret dann nachher auf einen Typusroman schauen, den Bildungsroman, das werden wir dann nächste Woche sogar noch fortsetzen, und sogar sehr konkret auf nur einen Roman, nämlich Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre, die 1795-96 erscheinen. Nächste Woche wird es dann noch um einen, kurz noch abschließend, um eine Figur gehen, die einen Angriff auf Goethe versucht, tatsächlich zu korrigieren, nämlich eben Pustekuchen, und die damit hoffnungslos scheitert, aus ganz bestimmten Gründen. Das dann aber erst nächste Woche. Heute konkret haben wir das vor. Es wird in einem zweiten Punkt um die Dichotomisierung, und Dichotomisierung heißt im Grunde einfach Zweigteilung, um die Dichotomisierung der Literatur um 1800 gehen, dann allgemein um den Ort des Romans um 1800 und dann in einem vierten Schritt um Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre, mit der die Adelung des Romans oder an der sich die Adelung des Romans vollzieht. Den fünften Punkt dann, wie gesagt, erst nächste Woche. Ich fange an mit dem zweiten Punkt. Also, wir hatten gesehen, dass irgendwie bei Engel schon die Möglichkeit besteht, dass jemand ungebildet ist, insofern nicht erkennt, dass jemand, dass ein Text Poesie ist. Und wir hatten gesehen, dass es für Engel keine Rolle spielt. Engel ist eben der Aufklärung verpflichtet. Guter Geschmack ist etwas, das, was jeder prinzipiell ausbilden kann. Weiteres spielt für Engel keine Rolle. Für andere, und jetzt verlassen wir Engel endgültig, spielt das sehr wohl eine Rolle, und zwar nur ein paar Jahre später. Wir schauen uns mal ein Beispiel genauer an, und das Beispiel ist nämlich, stammt von Friedrich Schlegel, den haben wir jetzt schon ein paar Mal kennengelernt, eben einer der führenden Theoretiker der Romantik, einer, das muss man sagen, sehr elitären Kunstrichtung oder einer Richtung mit einem sehr elitären Kunstbegriff. Schlegel schreibt oder veröffentlicht im Jahr 1797 ein Essay, könnte man sagen, über das Studium der griechischen Poesie. Der Essay heißt zwar so, er widmet sich aber keineswegs nur der griechischen, der antikgriechischen Poesie, sondern ist eine allgemeine Standortbestimmung der Literatur, der Poesie. Es geht auch klar, ganz stark um die Kontrastierung moderner und antiker Poesie. Und in diesem Zusammenhang fallen dann einige Aussagen, die für uns von Interesse sind. Ich zitiere mal eine erste. Die Kunst ist nicht deshalb verloren, heißt es bei Schlegel, weil der große Haufe aller derer, die nicht sowohl roh als verkehrt, die mehr missgebildet als ungebildet sind,
ihre Einbildungskraft mit allem, was nur seltsam oder neu ist, willig anfüllen lassen, um nur die unendliche Leerheit ihres Gemüts mit irgendetwas anzufüllen, um der unleidlichen Länge ihres Daseins doch einige Augenblicke zu entfliehen. Der Name der Kunst wird entweiht, wenn man das Poesie nennt, mit abenteuerlichen oder kindischen Bildern spielen, um schlaffe Begierden zu stacheln, stumpfe Sinne zu kitzeln und rohen Lüsten zu schmeicheln. Aber überall, wo echte Bildung nicht die ganze Volksmasse durchdringt, wird es eine gemeinere Kunst geben, die keine anderen Reize kennt als niedrige Üppigkeit und widerliche Heftigkeit. Bei stetem Wechsel des Stoffs bleibt ihr Geist immer derselbe, verworrene Dürftigkeit. Bei uns hingegen gibt es auch eine bessere Kunst, deren Werke unter denen der Gemeinen wie hohe Felsen aus den unbestimmten Nebelmassen einer entfernteren Gegend hervortreten. Was Schlegel hier vornimmt, ist tatsächlich diese Dichotomisierung des Kunstbegriffs, man kann auch sagen, also des Begriffs der Dichtkunst. Diese zerfällt nach Schlegel in eine bessere Kunst auf der einen Seite und in eine gemeinere Kunst auf der anderen Seite. Im Grunde haben wir es hier mit einem Begriffspaar zu tun, das wir noch heute benutzen, wenn wir von Unterhaltungsliteratur und ernsthafter Literatur sprechen. Dabei ist Schlegel ziemlich klar in seiner Aussage, bezogen auf die gemeinere Kunst, der Name der Kunst wird entweiht, wenn man das Poesie nennt. Heißt es im Text, Poesie hier ist hier eben ganz entschieden, wir hatten da auch letzte Woche schon drüber gesprochen, Poesie ist hier ganz entschieden ein Wertbegriff. Schlegel liefert nun jetzt noch ein paar weitere Charakteristika der gemeineren Kunst. In ihr wird, so heißt es eben, mit abenteuerlichen und kindischen Bildern gespielt, was schon deutlich macht, dass es hier, dass es eine Kunst ist, die vor allem auf Effekte irgendwie setzt und der es ganz wesentlich an Reife, könnte man sagen, mangelt. Es geht darüber hinaus, darüber hinaus wird diese Kunstrichtung, diese gemeinere Kunst durch Bezeichnungen wie niedrige Üppigkeit, widerliche Heftigkeit, hier schwingt so eine Art moralische Dimension auch mit, verworrene Dürftigkeit, hier also ist nicht klar offenbar, hier klingt so ein Wertkriterium, ein ästhetischer Maßstab an. Insgesamt also geht es irgendwie um Effekthascherei, um irgendwie kompositionelle Unklarheit, und auch moralische Fragwürdigkeit, Unreife und so weiter. Das sind alles ganz explizite Werturteile. Niedrig, widerlich, dürftig ist diese gemeinere Kunst. Aber diese Charakteristik der gemeineren Kunst ist nur die eine und vielleicht auch gar nicht die wichtigste Seite von Schlegels Schimpferei. Denn zum anderen und vor allem charakterisiert er ja auch das Publikum, die Leserschaft dieser gemeineren Kunst. Und auch an dieser Leserschaft lässt er kein gutes Haar. Auch hier zeigt er sich irgendwie voll einer ganz merkwürdigen Verächtlichkeit gegenüber dem Publikum. Das Publikum ist nämlich nicht nur noch nicht einmal roh und ungebildet, sondern eben missgebildet und verkehrt. Es geht ihm nur, es muss die unendliche Leerheit des eigenen Gemüts füllen, es sollen schlaffe Begierden gestachelt werden, stumpfe Sinne gekitzelt, rohe Lüste, hier auch roh, irgendwie wieder das Unreife, das Ungebildete, Ungeschliffene, all das schreibt er diesem Publikum zu. Einiges davon können wir irgendwie ex negativo eigentlich auch schon kennen. Also stumpfe Sinne und so weiter. Sinne, das war einer der Zentralbegriffe bei Engel. Das Sinne müssen da sein, damit man Poesie erkennen kann. Das ist so eine der psychologischen Dispositionen, dass man Poesie erkennen kann, dass man die entsprechende Sensibilität ausbildet und einen entsprechend guten Geschmack hat. Wenn Sinne stumpf sind, sind sie ganz sicher nicht sensibel. Dann hat man vermutlich keinen guten Geschmack. Man kann das nochmal ganz grob, ich werde heute ein bisschen so mit so Schaubildern spielen wieder, erstmal ganz grob in so ein Schaubild bringen. Wir haben einfach zwei bestimmte Bereiche, eine bessere Dichtkunst und eine gemeinere Dichtkunst. Beide Bereiche sind gleichzeitig an ein Publikum gekoppelt. Das eine eben mit gutem Geschmack gebildet, das andere Publikum ungebildet, ohne Geschmack. Und wo wäre jetzt die Poesie? Nach Schlegel ist die Poesie, das ist ja die eine Aussage, auf der Seite der besseren Dichtkunst. Es wäre unwürdig, heißt es in etwa, das andere Poesie zu nennen. Wir können das sogar noch ein bisschen, wenn wir das Zitat vom Anfang nehmen, könnte man jetzt noch ein bisschen weiterbauen an diesem Schaubild. Ne? Also das Zitat, diese wunderbare Prosa ist Prosa und doch Poesie. Dann haben wir eben noch innerhalb der Poesie so einen Bereich der poetischen Prosa.
Und wenn man jetzt noch mal einmal drüber nachdenkt, auf welchen Text dieses Zitat, das jetzt da drüber steht, gemünzt ist, dann wird schon deutlich, worauf es heute hinauslaufen wird. Denn diese wunderbare Prosa ist Prosa und doch Poesie, stammt aus dem Aufsatz über Goethes Meister und das ist tatsächlich gemünzt auf Wilhelm Meisters Lehrjahre. Aber dazu kommen wir später, wir gehen Schritt für Schritt vor. Schritt für Schritt, und das heißt noch einmal wieder zurück zu dem Studiumsaufsatz von Schlegel, den wir eben schon angeschaut haben. Schlegel wiederholt auf eine Weise und präzisiert, konkret oder abstrahiert auch seine Überlegung zur Trennung und zur Dichotomisierung von der Literatur, nämlich noch einmal etwas später. Und dabei nimmt er einen weiteren Aspekt in den Blick, der sehr aufschlussreich ist. Also ich zitiere nochmal aus Schlegel eine weitere Passage. Der schneidende Kontrast der höheren und der niederen Kunst, auf den weist er hin, ganz dicht nebeneinander existieren besonders jetzt zwei verschiedene Poesien nebeneinander, deren jede ihr eigenes Publikum hat und unbekümmert um die andere ihren Gang für sich geht. Sie nehmen nicht die geringste Notiz voneinander, außer wenn sie zufällig aufeinandertreffen, durch gegenseitige Verachtung und Spott, oft nicht ohne heimlichen Neid über die Popularität der einen oder die Vornehmlichkeit der anderen. Das Publikum, welches nicht mit der gröberen Kost begnügt, ist naiv genug, jede Poesie, welche höhere Ansprüche macht, als für Gelehrte allein bestimmt, nur außerordentlichen Individuen oder doch nur seltenen festlichen Augenblicken angemessen von der Hand zu weisen. Also die Grundidee kennen wir bereits, die Begriffe sind etwas anderes. Schlegel unterscheidet hier jetzt eben nicht eine bessere und eine gemeinere, sondern eine höhere und niedere Kunst. Interessant an dieser Stelle ist erstmal, kommen wir später nochmal darauf zurück, dass Schlegel hier beiden irgendwie das Recht einräumt, Poesie zu heißen. Ne? Er spricht von zwei verschiedenen Poesien. Hört sich ein bisschen anders an. Vorhin hatte er den Begriff der Poesie abgesprochen. Schlegel skizziert darüber hinaus das Verhältnis der beiden Künste zueinander und sagt, dass sie eben dicht nebeneinander existieren, aber eben unbekümmert um die andere ihren Gang für sich nehmen, also sich gegenseitig nicht wahrnehmen, sie nicht die geringste Notiz voneinander nehmen. Es sei denn, es kommt mal durch Zufall zu so einem Zusammentreffen und dann sind eben Spott und Verachtung da. Was aber heißt das, dass hier zwei Künste so nebeneinander existieren? Also ich denke, man kann das so verstehen, dass es für die Vertreter der jeweiligen Kunst so tatsächlich so eine Art bestimmtes Wahrnehmungsmuster, Wahrnehmungsraster oder ein Wahrnehmungshorizont gibt, der eben genauso weit reicht wie die eigene Kunst. Man beschäftigt sich stets nur mit der Kunst, in der man selbst irgendwie operiert, die man liest, die man produziert. Die Vertreter der jeweiligen Kunst haben also immer ihre jeweils eigene Perspektive auf die Kunst und diese Perspektive schließt dann in der Regel, Zufälle ausgenommen, schließt dann in der Regel die andere Perspektive aus. Das aber kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Letzte Woche haben wir schon einmal auf Pierre Bourdieu geschaut und seine Regeln der Kunst. Wir hatten uns da diesen Mechanismus des literarischen Feldes oder einen Mechanismus des literarischen Feldes unter anderem an diesem Schaubild angeschaut. Da ging es um die Frage nach den Grenzen des literarischen Feldes. Bourdieus Überlegung zu diesen Grenzen des literarischen Feldes hatte ich Ihnen so grob anhand dieses Schaubilds gezeigt. Und da ging es erstmal darum, dass die Grenzen prinzipiell verhandelbar sind beziehungsweise ausgehandelt werden unter den Akteuren, indem einzelne Akteure oder Akteursgruppen Perspektiven über Grenzen, Deutungen von Grenzen entwickeln und die aufgrund bestimmter Machtmechanismen durchsetzen. Diese Grenzen bekommen dann eine gewisse Legitimität und es können in diesem Prozess dann eben auch bestimmte Akteure aus dem literarischen Feld ausgegrenzt werden. Zum Beispiel wieder das bekannte Exempel der didaktischen Poesie. Herder als Perspektivträger grenzt die didaktische Poesie aus. Das könnte man so mit Bourdieu darstellen. Also, das kennen wir. Kommen wir zurück eben zu Schlegel, der ja im Grunde nichts anderes macht. Er spricht eben davon, dass diese beiden wir haben bei Schlegels Beschreibung tatsächlich einen ungefähr gleichen Mechanismus. Ganz im Sinne Bourdieus, man muss ihn nur ein bisschen anpassen.
Was wir bei Schlegel haben, das hatten wir ja schon einen Punkt, den wir reingeholt haben, nämlich diese Trennung offenbar. Das hatten wir bei Bourdieu bisher noch nicht. Wir haben eine gewisse Trennung zwischen zwei Bereichen, eben zwischen der besseren und der höheren Dichtkunst. Die eine eben geprägt durch Vornehmlichkeit, nennt Schlegel das, die andere geprägt durch Popularität und beide durch ein bestimmtes Publikum geprägt. Was man jetzt ins Spiel nehmen kann, mit hineinnehmen kann, ist tatsächlich sowas wie eine gewisse Perspektivik. Das war ja ein Kern der Überlegungen von Bourdieu, dass wir immer bestimmte Perspektiven haben, obwohl sich dann nachher natürlich bestimmte Perspektiven durchsetzen. Und hier könnte man sagen, was Schlegel beschreibt, ist im Grunde, wir haben hier von Akteuren, zum Beispiel der besseren höheren Dichtkunst, die nehmen eben keine Notiz von den anderen. Sie blenden den anderen Bereich aus. Ihre Grenzen, die Grenzen ihrer Kunst sind eben durch ihre bestimmte Perspektive vage begrenzt und der Rest wird ausgeblendet. Das gilt natürlich auch für die andere Seite. Auch hier herrscht eine bestimmte Perspektive, die die andere Kunst im Wesentlichen nicht wahrnimmt. So, und jetzt nehmen wir in einem weiteren Schritt noch einmal Bourdieu hinzu. Und zwar hatte ich Ihnen, das ist allerdings schon länger her, Ende des letzten Jahres nämlich, noch einmal ein weiteres Theorem oder eine weitere Denkfigur von Bourdieu vorgestellt. Bourdieu nennt das literarische Feld auch deshalb Feld, er benutzt auch deshalb die Feldmetapher, weil in der Feldmetapher unter anderem die Idee des physikalischen Feldes steckt. Das physikalische Feld, das wie es elektrische Feld, das elektromagnetische Feld, über bestimmte Pole organisiert ist, Plus- und Minuspole zum Beispiel. In der Literatur, auch so ähnlich sagt Bourdieu, funktioniert es auch im literarischen Feld, beziehungsweise diese Metapher lässt sich gut übertragen. Er nennt die Pole etwas anders, also man kann die Pole, am einen Pol geht es eher um ökonomischen Gewinn, das wäre der Pol konstruiert, das Unterfeld der Großproduktion, hier wird sich an ein breites Publikum gerichtet. Auf der anderen Seite steht ein Pol, an dem es nicht so sehr um Ökonomie geht, sondern um Anerkennung, um ästhetische Wertschätzung und so weiter. Und dieser andere Pol, an dem es um ästhetische Wertschätzung geht, der konstruiert dann das Unterfeld der eingeschränkten Produktion. Bourdieu, ich zitiere mal ein paar Textstellen, um das noch ein bisschen zu unterfüttern mit Primärzitaten von Bourdieu. Er spricht eben von einer Verwerfung zwischen den beiden Polen des Feldes, also zwischen dem Unterfeld der eingeschränkten Produktion und dem Unterfeld der Großproduktion. Das ist ein Mechanismus, der mit der Feldwerdung der Literatur Einzug erhält, dass wir diese beiden Felder, Subfelder, Unterfelder, sich etablieren. Er nennt diese beiden Pole, die sich dann etablieren, diese beiden Unterfelder, auch das Feld der reinen oder den Bereich der reinen Kunst und den Bereich der kommerziellen Kunst. Und er hält weiterhin fest, dass dass dies eben auch, diese Zugehörigkeit zu einem Feld, ein Gradmesser der Unabhängigkeit sei oder eben der Unterordnung gegenüber den Bedürfnissen des großen Publikums und den Zwängen des Marktes. Also auch hier haben wir einerseits die Korrelation an ökonomische Aspekte, also die Zwänge des Marktes. Ich muss bestimmte Interessen des Marktes, der Ökonomie bedienen, um in diesem Unterfeld der Großproduktion zu operieren und damit korrelierend natürlich auch die Rücksicht auf die Bedürfnisse des großen Publikums. Und je nachdem, wie ich dort stehe, ob ich mich davon unabhängig mache oder dem unterordne, je nachdem orientiere ich mich im literarischen Feld. Bourdieu arbeitet das noch wesentlich weiter aus. Sie sehen rechts auf der Folie ein Schaubild aus einem längeren Aufsatz von Bourdieu, an dem er das noch weiter differenziert. Das muss uns gar nicht bis ins Detail interessieren, weil wir tatsächlich die Grundidee jetzt schon haben. Ein Zitat führe ich aber doch noch an, weil wir uns das wieder ganz nah an Schlegel heranbringt. Bourdieu hält wiederum fest, dass bei den Vertretern der gegenüberstehenden Seiten es so weit kommen kann, dass diese sich nie treffen müssen, sich sogar planmäßig nicht zur Kenntnis nehmen. Und das kennen wir eben von Schlegel. Schlegel sagt, ganz dicht nebeneinander existieren besonders jetzt zwei verschiedene Poesien, deren ihr eigenes Publikum hat und die eben dann nicht die geringste Notiz voneinander nehmen. Also,
erstes Zwischenergebnis. Ende des 18. Jahrhunderts beobachten tatsächlich konkret Akteure der damaligen Zeit Prozesse, die Bourdieu später, also Ende des 20. Jahrhunderts, mit historiografischem Interesse auch beschrieben hat. Und diese Prozesse betreffen vor allem die Dichotomisierung der Literatur, eine Zerteilung des literarischen Feldes in unterschiedliche Arten der Produktion mit jeweils unterschiedlichen Zielgruppen und unterschiedlich starken ökonomischen Interessen. Kapitalist, also im Sinne von ökonomischem Kapital, also irgendwie ökonomisch im Sinne von, dass sie Anerkennung bekommen wollen, agieren sie alle. Schlegel nennt es eben dann zwei verschiedene Poesien, die hier entstehen. Bourdieu spricht von zwei Unterfeldern. Was nun interessant an Schlegel ist und charakteristisch auch für viele Statements aus dieser Zeit, ist, dass es für diesen Prozess der Dichotomisierung bei Schlegel im Grunde in zwei Beschreibungen gibt. Und wir haben sie beide auch schon gelesen. Das ist nämlich einmal eine klar parteiische Beschreibung und eine eher nüchterne Beschreibung. Man könnte sagen, einmal ist Schlegel eher in der Rolle des Wissenschaftlers, einmal ist er konkreter Akteur im literarischen Feld. Also die eine Beschreibung steht immer noch dort auf der Folie. Das ist die nüchterne Beschreibung, relativ nüchterne Beschreibung, dass hier zwei verschiedene Poesien nebeneinander stehen, mit je unterschiedlichen Produzenten und je unterschiedlichen Zielgruppen. Er spricht natürlich auch von niederer Kunst und da steckt schon eine Wertperspektive drin, aber im Prinzip ist das erstmal eine sachliche Beschreibung. Vor allem auch, weil er ja eben hier noch von zwei verschiedenen Poesien spricht. Also er räumt eigentlich beiden Bereichen dieser Dichtkunst, beiden Bereichen der gemeineren und der höheren Kunst, der besseren Kunst ein, das Recht ein, Poesie zu heißen. Also man könnte, wenn man tatsächlich von dieser Außenperspektive schaut, mit dem Wissenschaftler Friedrich Schlegel, dann haben wir hier das gesamte literarische Feld sähe so aus. Wir haben beide Pole, die irgendwie beide ihr Recht haben. Und wenn man das dann noch ein bisschen nüchterner koliert, dann muss man jetzt nicht irgendwie von Ungebildeten und Gebildeten oder Missgebildeten und Gebildeten sprechen, sondern man kann einfach nüchtern sagen, es gibt ein Publikum mit relativ hohem Bildungsstand, für das produziert wird, und es gibt ein Publikum mit mittlerem Bildungsstand, für ein Publikum mit niedrigem Bildungsstand wird um 1800 keine Literatur produziert, weil das heißt, man kann nicht lesen in der Regel. Und die Produktion erfolgt dann auch in diesem linken Bereich eben von Leuten, die vor allem ein hohes kulturelles Kapital und das heißt wiederum vor allem hohe Bildung haben. Das wäre jetzt erstmal eine relativ wertfreie Beschreibung und das könnte man auch so hinnehmen, also denn was ist dagegen zu sagen, dass Literatur in sozial differenzierten, in komplex differenzierten Gesellschaften auch komplex differenziert produziert wird, also die Idee, dass es sozusagen ein völlig einheitliches Bildungsniveau gibt, die so irgendwie so die Utopie der Volksaufklärer war. Das ist natürlich auch ein problematischer Gedanke, weil sie die faktisch bestehenden Differenzen in einer Gesellschaft und Ungleichheiten in einer Gesellschaft erstmal durch die Utopie nivelliert. Und das wäre jedenfalls eine wesentlich zeitgemäßere Beschreibung der Produktion von Literatur, dass wir eben einfach unterschiedliche Bildungsstandards und Stände haben und da jeweils sich eigene Publika und eigene Produzenten und eigene Werke ausbilden. Aber das ist eben nur die eine Beschreibung, die Schlegel vornimmt, die er eher im wissenschaftlichen Geist vornimmt. Die andere Passage hatten wir schon gesehen und die ist ja eben weitaus weniger nüchtern, sondern durchzogen von relativ verächtlichen Schimpfereien bis hin eben zu diesem Punkt, dass der Dame der Kunst entweiht wird, wenn man diese gemeinere Kunst Poesie nennt. Wenn man das übersetzt in das Schaubild, dann sieht es so aus. Der rechte Bereich fällt raus. Für Schlegel ist das keine Poesie, der Name der Kunst wird entweiht, wenn man das Poesie nennt. Das heißt, wir haben nicht diese doppelte, beide Pole einbeziehende Deutung, sondern eben eine stark perspektivische, die eigentlich nur noch die bessere und höhere Dichtkunst als Poesie gelten lässt. Also, das war es im Grunde schon. Das ist einer der grundsätzlichen Mechanismen, der aus einer soziologischen Perspektive in der Literatur um 1800 stattfindet.
Wichtig ist dabei, dass diese Abgrenzungsgesten, wie wir sie jetzt bei Schlegel sehen, bei dem Akteur Schlegel, nicht bei dem Wissenschaftler Schlegel, diese Abgrenzungsgesten sind gang und gäbe und sie kommen eben vor allem aus Richtung und fast nur aus Richtung jener Vertreter, die sich selbst im Bereich der besseren und der höheren Kunst verorten. Das Problem ist nun, dass gerade in diesem Bereich natürlich die Reflexion und Reflexion über Gattungen und über Literatur im Allgemeinen stattfindet und dass wir fast auch ausschließlich aus diesem Bereich Zeugnisse haben. Das ist bis hin zu Bourdieu ein Problem, weil wir eigentlich fast immer auf diese Perspektive festgelegt sind, wenn wir an den Quellen arbeiten, von dieser, das es betrifft, geht bis hin zu der Überlieferung der Texte. Also da haben wir tatsächlich Probleme und unser Kanon ist natürlich, das sind Texte, die sich alle in diesem linken Bereich bewegen und von dem aus wir häufig noch diese Probleme rekonstruieren, ähnlich wie Schlegel. So, es ging hier jetzt allerdings auch noch nur sehr bedingt um Gattungen, es ging auch nur sehr bedingt um die Differenz von Poesie und Prosa, die uns ja besonders interessiert. Allerdings sind beide Fragen, also die Frage nach die Gattungsfrage und die Frage nach Poesie und Prosa, hier nur ganz wenige Schritte entfernt und wir werden diesen Schritt jetzt gleich machen anhand des Romans, der dafür perfekt geeignet ist, weil er genau ins Zentrum dieser Auseinandersetzung geht. Bevor wir das machen, machen wir aber 5 Minuten Pause. Bis gleich. Wir kommen also zum dritten Punkt, den ich der Ort des Romans um 1800 genannt habe, was großzügig zu verstehen ist, gerade also dieses um 1800, sagen wir 30 Jahre vor, 30 Jahre zurück, das ist so ungefähr der Zeitraum, in dem zentrale Transformationen dort stattfinden. Ich kann Ihnen nur einen kleinen repräsentativen Überblick geben, das will ich jetzt tun, anhand einiger exemplarischer Textstellen. Wichtig ist, dass dieses die Zeit ist, in der der Roman, so könnte man es einfach gesagt, oder der Ort des Romans sich bewegt, verschiebt, multipliziert und an der und parallel dazu wird der Roman letztlich poesiefähig. Das ist im Grunde die gesamte Bewegung. Das geschieht vor dem Hintergrund der erwähnten Dichotomisierung und deren sozialen Hintergründen. Also fangen wir mal mit einem ersten Beispiel vom Anfang dieses grob 60 Jahre umfassenden Zeitraums an, nämlich mit dem guten alten Johann Georg Sulzer und seiner allgemeinen Theorie der schönen Künste. Wo kommt der Roman da vor? Nirgendwo kommt er vor. Es gibt keinen Artikel zum Roman in dieser Enzyklopädie Anfang der 1770er Jahre. Allerdings gibt es einen Artikel zu Romanhaft und dort heißt es, zum Romanhaften, also das wird bestimmt als das Abenteuerliche, Verstiegene in Handlungen, in Begebenheiten und in Empfindungen. Das Natürliche ist ungefähr gerade das Entgegengesetzte des Romanhaften. Darüber hinaus hält Sulzer weiter fest, da unsere Schriftsteller es sich immer mehr zur Regel machen, ihren Geschmack nach den Alten zu bilden, also nach den Antiken zu bilden, die sich wenigstens in den schönen Zeiten des Geschmacks noch nicht ins Romanhafte verstiegen hatten, so ist auch zu erwarten, dass es sich allmählich unter uns gänzlich verlieren werde. Es sei denn, dass man es zum Scherz in der possierlichen Art beibehalte. Also wir sehen, das Romanhafte wird mit dem Abenteuerlichen assoziiert und dann im Grunde mit dem Unnatürlichen identifiziert. Wir haben hier sowas wie eine Abnormität des Romanhaften, das jedenfalls an einer auf Vorstellung des schönen, zielenden Ästhetik völlig vorbeigeht. Darüber hinaus lassen sich weitere Beobachtungen machen. Einmal widerspricht das Romanhafte den Alten, also der antiken Vorstellungen. Das ist das eine und vor allen Dingen, das ist das nächste, widerspricht es dem Geschmack, der durch sie geprägt wird, also den schönen Zeiten des Geschmacks. In solchen Zeiten gibt es das Romanhafte nicht. Und daraus, weil sich dann die aktuelle Zeit so hofft, Sulzer dann weiter an dem Roman, an dem Antiken orientiert, daraus schließt er dann zuletzt, dass sich im Grunde wahrscheinlich völlig verlieren wird. Eine eklatantere Fehleinschätzung gab es gar nicht, denn das Romanhafte nimmt natürlich massiv zu, vor allen Dingen nimmt die Romanproduktion massiv zu in dieser Zeit schon und in der folgenden Zeit noch viel mehr.
Romane hatte es natürlich seit langem gegeben, auch die antike Literatur kennt schon wenige Romane. Es gab aber in Deutschland eigentlich, es gab aber im Grunde keine poetologische Reflexion der Romane. Das ändert sich in Deutschland so richtig erst 1774, also im gleichen Jahr, in dem Sulzer das schreibt. Es ändert sich mit Christian Friedrich von Blankenburgs Versuch über den Roman. Der Text erschien, das ist ein längerer Essay, eine längere Abhandlung, erschien zunächst anonym. Das war damals durchaus nicht unüblich und es ist tatsächlich so etwas wie die erste Romanpoetik in Deutschland. Man muss immer sagen, vorher sind tatsächlich schon Romane erschienen, auch in deutscher Sprache. Christoph Martin Wieland hat vorher schon Romane geschrieben und auch Goethes Leiden des jungen Werther sind schon vorher erschienen, allerdings 73, glaube ich. Ich gebe Ihnen einen kleinen Eindruck von diesem Text und seiner Haltung zum Roman, und zwar anhand des Vorberichts, so heißt das, also anhand der Einleitung. Und so Blankenburg beginnt diese Einleitung folgendermaßen. Ich weiß nicht recht, aus welchem Gesichtspunkte man diese ganze Schrift ansehen möchte, wenn ich diesen Gesichtspunkt nicht selbst zeigte, und dazu soll nun dieser Vorbericht dienen. Es mag vielen ein sehr dreister und misslicher Einfall zu sein scheinen, dass ich eine Art von Theorie für die Romane schreiben will. Wenn sich nicht mancherlei Schwierigkeiten dabei fänden, so dürften vielleicht nicht so viele Jahrhunderte vergangen und so viele Romane geschrieben worden sein, ohne dass nicht irgendein Grübler auf den Einfall geraten wäre, über diese Gattung von Schriften nachzudenken, die vorhandenen Werke mit ihrem Zweck und Absicht zu vergleichen und, nach Anlage der menschlichen Natur, die Mittel anzuzeigen, wodurch man diesen Zweck am sichersten erreichen könne. Also Blankenburg weiß oder ahnt zumindest, dass sein Unternehmen auf Widerstand stoßen könnte, dass es eben ein dreister oder misslicher Einfall sein könnte, eine Theorie des Romans zu schreiben. Vor allem ist er sich bewusst, oder damit spielt er zunächst, dass dieses Unterfangen nicht so relativ schwierig sein könnte, denn wie kann es sonst sein, dass merkwürdigerweise noch niemals jemand auf diese Idee gekommen ist. Es gibt viele zahlreiche Romane über Jahrhunderte hinweg, so sagt er, aber kein Grübler hat je darüber nachgegrübelt, was denn so ein Roman sei, hat eben keine Theorie des Romans aufgestellt. Interessant ist, dass Blankenburg natürlich nicht von einer, also er spricht von einer Theorie, Gattung von Schriften. Er spricht von einer Gattung von Schriften und natürlich nicht von einer poetischen Gattung, auch nicht einer Gattung der Literatur und so weiter, sondern benutzt diesen ganz weiten Begriff und neutralen Begriff der Schriften. Also von dieser Gattung von Schriften gibt es bisher keine Theorie, aber warum eigentlich? Blankenburg erwägt noch eine andere Option, eine andere Möglichkeit und fährt fort dann. Aber vielleicht hat man es nicht der Mühe wert gehalten, über eine Gattung von Schriften viel nachzudenken, die nur für die Unterhaltung der Menge geschrieben ist. Dies scheint wirklich der Fall zu sein, aber eben dadurch wird diese Sorglosigkeit strafbar. Sollte man nicht zuvörderst darauf denken, dem größten Teil des menschlichen Geschlechts gesunde Nahrung zu verschaffen? Das ist ein anderes Argument, also nicht, weil irgendwie das so schwer ist, eine Theorie des Romans zu machen, sondern weil der Roman kein würdiger Gegenstand ist für die poetologische Reflexion. Und warum ist er das nicht? Eben, weil er nur für die Unterhaltung der Menge dient. Das ist so sein Blankenburgs Diagnose, warum es bisher keine poetologischen Reflexionen über den Roman gegeben hat. Dann dreht er sich aber, und da ist er ganz nah an Engel und an Ideen der Volksaufklärung, der Volksbildung, dann dreht er das natürlich um. Er sagt aber, der Roman ist tatsächlich für uns gebildet, sondern er sagt, weil das so von der Menge gelesen wird, muss man sich doch gerade darum kümmern und muss da irgendwie schauen, dass das, dass da wenigstens gute Texte beistehen, dass sie eben, und dass dann die Idee gesunde Nahrung bekommen, diese Menge, und dann vielleicht eben durch Romane gebildet werden. Also auch hier im Hintergrund volkspädagogische Überlegungen. Darüber hinaus spielt er auch so ein bisschen mit dem Gedanken einer Adelung des Romans. Ein letztes Zitat aus diesem Vorbericht. Ich sehe den Roman, den guten Roman, für das an, was in den ersten Zeichen Griechenlands die Epopee, also der Epos, für die Griechen war. Wenigstens glaube ich, dass der gute Roman für uns das werden könnte. Da stecken ganz viele Ideen drin, vor allen Dingen ist das eine sehr, sehr wirkmächtige Denkfigur, das geht bis hin zu Hegel, den wir auch schon hatten, der den Roman dann als die
Epopöe der bürgerlichen Welt der modernen Zeit. Also der Roman tritt an die Stelle des Epos. Das ist eine Grundfigur und der Epos, da wird angenommen, das ist so die gemeinsame Basisüberlieferung des Volkes. Aber er spricht, also hier ist immer noch dieser Volksgedanke, dass der Roman wirklich für die breiten Massen sowas vielleicht auch wie Identitätsstiftung, so wie Homers Epen, Identitätsstiftung leistet. Zugleich dann aber auch eben die Vorstellung, der Roman könnte sowas, es gibt den Roman und dann aber auch einen besonders guten Roman. Allerdings hat der noch nicht diese Funktion, wie der letzte Satz deutlich macht, ne, er könnte das werden, noch ist er das offenbar nicht. Also noch ist er das nicht. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, ist Blankenburgs Schritt schon ein wirklich wichtiger und erster Schritt in der Erfolgsgeschichte des Romans. Denn was passiert damit faktisch? Der Roman wird theoriefähig. Also das, was bisher nicht passiert ist, wird auf einmal möglich, nämlich dass man eine theoretische Schrift über den Roman verfasst und ihn damit zu einer Art würdigen Gegenstand für die Theorie macht, die sich sonst bisher da gar nicht herabgelassen hat. Das ist schon mal ein erster Schritt. Weitere Schritte folgen dann in der Zeit um 1800. Ein ganz zentrales Moment dabei ist, und das ist analog zu dieser Dichotomisierung, Spaltung der Literatur, eine Spaltung des Romans in einen prosaischen Roman und einen poetischen Roman. Mit dieser Spaltung geht letztlich diese volksaufklärische Hoffnung, die Leute wie Blankenburg, aber auch Engel noch hatten, die geht damit im Grunde verloren. Der Großteil, man muss im Grunde stellen die Theoretiker der Literatur fest, dass ein Großteil des Romans einfach gesagt nicht zu retten ist und damit irgendwie auch ein Großteil der Bevölkerung, des Publikums. Das hängt unter anderem mit so Entwicklung von Ideen wie so einem Elitarismus zusammen, den wir immer wieder begegnet sind, auch vor allem bei Goethe und bei den Schlegels. Also, es geht schon weiter mit dem Roman, aber wir kommen zu dieser Dichotomisierung des Romans und wir schauen uns das mal an einem weiteren Beispiel an. Das Beispiel stammt aus einem Lexikon. Das ist das Lexikon, das später ab der 13. Auflage 1882 heißt dieses Lexikon Brockhaus. Das kennen Sie wahrscheinlich noch. In der ersten Auflage hieß es anders. Die erste Auflage schauen wir uns an. Die ist von 1809 und dort hieß es Konversationslexikon oder kurzgefasstes Handwörterbuch für die in der gesellschaftlichen Unterhaltung aus den Wissenschaften und Künsten vorkommenden Gegenstände mit beständiger Rücksicht auf die Ereignisse der älteren und neueren Zeit. Da wundert man sich nicht, dass Sie das irgendwann Brockhaus genannt haben. Ersten Bände erscheinen 1809 und in diesem ersten Band, also im Band 4, erscheint dann auch ein Artikel zum Roman. Der fängt so an. Roman. Also bei Sulzer hatten wir noch keinen, hier haben wir jetzt einen Artikel zum Roman. Aber da heißt es dann auch Roman. Mit dieser Benennung wird eine Gattung der zahlreichsten Geistesprodukte des neuen Europa bezeichnet, die sich aller Klassen der menschlichen Gesellschaft in den kultivierten Ländern dieses Weltteils bemächtigt hat und einen großen Zweig der schriftstellerischen sowie der merkantilischen Industrie des Buchhandels ausmacht. Man merkt schon, wie der Schreiber hier das sozusagen ganz vorsichtig nur und irgendwie ein bisschen despektierlich anfasst. Den Roman mag er nicht so gerne anfassen. Er spricht natürlich auch wiederum nicht von einer poetischen Gattung oder so, noch nicht mal von einer Gattung von Schriften, sondern zahlreichsten Geistesprodukte. Das kann sehr schnell auch ins Abfällige kippen, diese Formulierung. Und gleichzeitig wird auf die ökonomische Komponente, die wir auch bei Bourdieu schon hatten, hingewiesen, also nicht nur ökonomisch, sondern industrielle, das ist merkantilische Industrie, hier wird irgendwie Massenproduktion betrieben im Bereich der Romane. Lesen wir ein bisschen weiter. Ich überspringe ein paar Zeilen und dann kommt das hier. Je vollkommener die Fabel, also die Handlung könnte man sagen, der Plot, je vollkommener die Fabel ist, je mehr Personen, Situationen und Begebenheiten aus und durcheinander entspringen, einander binden und bestimmen, je mehr demnach alles in Leben und Wirklichkeit ist, durch Verwickelung und Entwicklung die Erwartung spannt und befriedigt, desto vollkommener ist der Roman. Und auch das ist ironisch gesagt, also vollkommener im Sinne von derjenigen, die das gut finden. Und dann
Das wird dann auch aufgelöst. Man sieht daraus von selbst, was für eine Art von Geisteswerken der Roman ist, nämlich eine Art oder, wenn man lieber will, eine Abart von Poesie, die sich aber zu ihrer Darstellung der Prosa bedient und den freiesten Spielraum erlaubt. Also, das ist ganz klar Abart von Poesie. Hier Marc zieht das so ein bisschen hin und stößt sie dann gleich wieder in den Bereich der bloßen Prosa, beziehungsweise dessen, was eben abnormal und nicht schön nicht ist, sondern irgendwie abartig, unnatürlich. Wie sehr stark und wie stark diese Abneigung gegenüber dem Roman ist, jedenfalls gegenüber den meisten Romanen, wird dann in einer weiteren Passage deutlich. Die lesen wir uns auch noch mal durch. Langeweile und Bedürfnis nach Unterhaltung, die Alltäglichkeit der Wirklichkeit und Gegenwart, das Interesse der Neugier und gespannten Erwartung, der Hang zum Wunderbaren, das Wohlgefallen an Abenteuern und kühnen Taten, die Spiele des Zufalls und des Schicksals, Mangel an Ausbildung, hier kippt es jetzt ganz deutlich, Mangel an Ausbildung und Unfähigkeit, sich mit einem anderen belehrenden oder wissenschaftlichen Gegenstande zu beschäftigen und wie viele andere Triebfedern des menschlichen Geistes und Herzens ziehen den größten Teil der Menschen in die Welt der Romane hinein. Bei sehr vielen wird die Romanlektüre eine Sucht und bei solchen, die weiter nichts als Romane lesen, ein Geist und Herz tötendes Gift. Ja, es gibt nicht wenige, welche durch ungemessene Romanlektüre ihren Verstand verloren, durch Anfüllung des Kopfes mit fantastischen Vorstellungen und durch Verwirrung aller Begriffe sich eine wirkliche Geistesverwirrung und durch Zerrüttungen des Geistes zuzogen. Also der Roman macht krank. Das ist auch sehr natürlich, da die mehr sinnliche als intellektuelle, also die Sphäre der eigentlichen höheren Bildung von Geist und Herz nicht ansprechende Gattung, des Romans wohl zur Unterhaltung, Erholung, Erheiterung, Belebung und Erquickung des Geistes, aber nicht zur Nahrung desselben taugt. Also deutlich wird hier, dass dieser Verfasser überhaupt nichts von dieser Abart von Poesie hält. Ne? Diese Poesie ist eben ein den Geist und Herz tötendes Gift. Sie ist damit, sie zerstört die, also das wird tatsächlich auch das destruktive Moment, sie zerstört die höheren und höheren Seelenkräfte, könnte man sagen, und so hieß es ja bei Engel, also das, was Literatur eigentlich verfeinern und veredeln soll, wird durch den Roman kaputt gemacht, zerstört, eben weil er vor allem dem Lustprinzip, dem Sinnlichen, vielleicht auch dem Wollüstigen verpflichtet ist. Jedenfalls alles Mögliche ist aber nicht intellektuell, nicht die Intellektualität und die feineren Sinne ansprechen. Und er ist vor allem, also das ist dann so die Pointe, die, wenn man das kurz schließt, mal einmal mit Blankenburg. Blankenburg hoffte noch auf die gesunde Nahrung. Hier wird gesagt, Nahrung ist er auf jeden Fall gar nicht, sondern eben Gift. Ne? Also merkwürdig, das ist auch immer so eine Essenszunahme-Metaphorik. Also man verspeist im Grunde diese Romane und mal sind sie Nahrung und hofft zumindest gesunde Nahrung, mal sind sie Gift. Hier sind sie eindeutig Gift. Allerdings nicht alle. Relativ kurz wird am Ende dieses Artikels dann doch noch auf etwas anderes eingegangen. Dort heißt es dann nämlich, es gibt auch Romane für die denkende Welt. Sonst würde dieser Teil des Publikums, der unmöglich andere Romane als die eines denkenden Kopfes zu seiner Unterhaltung und Belehrung lesen kann und doch das Bedürfnis der Unterhaltung und Fantasie außer dem Kreise der Wissenschaft in Stunden der Erholung und zur Belebung des Geistes mit dem größeren Publikum teilt, hier ganz leer ausgehen. Also Unterhaltung und Erholung sind offenbar auch für den Schreiber dieses Artikels jetzt nicht per se schlechte Sachen. Die Frage ist nur, wie es erfolgt. Und auch eben, dass der gelehrte Teil oder die denkende Welt, auch die denkende Welt will diese Unterhaltung. Die muss natürlich gepaart sein irgendwie mit Belehrung und Ansprache der Fantasie und so weiter. Denn man kann sich ja nicht immer in den Kreisen der Wissenschaft bewegen, wie es hier heißt, sondern zwischendurch abends muss man auch mal unterhalten werden. Und auch für diese Bereiche gibt es eben eine Romanproduktion. Wenig, kurz, das wird am Ende genannt. Also wir haben, und das ist tatsächlich jetzt schon die Dichotomisierung des Romans. Ne? Wir haben eine Romane für die denkende Welt und dann diese Romane, die deutlich nur eine Abart der Poesie sind, die eigentlich Gift sind. Und gleichzeitig bleibt das eben gekoppelt an ziemlich explizit, auf jeden Fall an einen Bildungsstandard, das wird hier immer gesagt, auch an Zustände der Sinne, Zustände des Intellekts irgendwie, oder eine Ausgebildetheit des Intellekts, die dazu führen, dass eben nicht nur
also wie die ganze Dichotomisierung der Literatur, nicht nur der Roman dichotomisiert wird, in zwei Teile gespalten wird, sondern eben weiterhin auch das Publikum. Das aber heißt, wir können den Roman im Grunde in unser Schaubild eintragen, wenn wir uns so den Weg mal anschauen. Das wäre so am Anfang der Weg, die Lagerung des Romans. Das ist jetzt einfach mal als Dreieck gedacht irgendwie. Die Werke, die hier angezeichnet sind, sind Romane. Der Roman gilt dann eben nicht als Dichtkunst, nicht als Poesie, vor allem nicht aus dieser Perspektive, die ihn gar nicht wahrnimmt. Da ist der Roman etwas, was eben in diesen anderen Bereich gehört und einfach nicht wahrgenommen wird. Also auch bei Engel. Engel hat zum Beispiel auch in seinen Anfangsgründen theoretisiert den Roman nicht. Der ist aus der Perspektive der höheren Bildung, der höheren Kunst argumentiert, wird der Roman einfach ausgeblendet. Was nun aber passiert eben mit diesen guten oder besseren Romanen, ist so eine Art Verlagerung. Es sticht so ein bisschen hinein, es bewegen sich offenbar Werke hinein in den Bereich der höheren Dichtkunst. Und die werden nun auf einmal wahrnehmbar und akzeptabel von denjenigen, die aus dem Bereich der höheren Dichtkunst heraus argumentieren. Was dabei passiert, ist eben sowas wie eine Art Dichotomisierung oder auch Schizophrenie der Gattung Roman in so eine niedere und höhere Gattung, die eben gekoppelt ist an eine Trennung der Zielgruppen. Gleichzeitig wird jetzt möglich, mit dieser Verschiebung, diesem Denken, Roman für die denkenden Welt, gleichzeitig wird jetzt möglich, dass man den Roman sich anschaut und zugleich einen Großteil der Romane ausblenden kann. Man spricht ja gar nicht über diese ganzen Romane, die man eben nicht beachtet, sondern man spricht eben nur über Romane, die Kunstform haben, die zur höheren Kunst gehören. Jetzt müssen wir aber noch die Verbindung zum Roman zwischen Dichotomisierung und Roman herstellen. Das war in diesem Lexikonartikel schon angelegt. Wir können aber diese Rückkopplung an die sozialen Verhältnisse noch etwas genauer beobachten, nämlich bei einem weiteren Theoretiker aus diesem Feld der höheren Dichtkunst, nämlich dem Bruder von Friedrich Schlegel, August Wilhelm Schlegel. Da ist er. August Wilhelm Schlegel, veröffentlicht 1798 im Athenäum, das wir auch schon ein paar Mal hatten, einen Essay mit dem Titel Beiträge zur Kritik der neuesten Literatur. Daraus will ich nur eine ganz kleine Passage zitieren. Diese Passage lautet folgendermaßen: Der Punkt, wo die Literatur das gesellige Leben am unmittelbarsten berührt, ist der Roman. Bei ihm offenbart sich daher am auffallendsten der ungeheure Abstand zwischen den Klassen der lesenden Menge, die man durch den bloß postulierten Begriff eines Publikums in eine Einheit zusammenschmelzt. Also hier ist im Grunde schon diese Dichotomisierung, wird gesagt, die wurde durch die Idee der Einheit des Publikums, ist eine definitiv aufklärerische Idee, das sei einfach nur ein Postulat. Es ist hier ein differenziertes, eine soziale Differenzierung liegt hier vor, ein ungeheurer Abstand zwischen den Klassen der lesenden Menge, nur der Begriff, der vereinheitlichen Begriff des Publikums, der aus der Aufklärung kommt und diese Einheit herstellen soll, der funktioniert nicht, der geht an der Wirklichkeit vorbei. Also, hier können die Unternehmungen des Meisters, dessen Blick seinem Zeitalter voraus in grenzenlose Fernen dringt, dem regsten und vielseitigsten Streben nach Bildung begegnen. So wie eben hier, auf der anderen Seite, die stupide Genügsamkeit des Handwerkers, der nur denselben verworrenen Knäuel der Begebenheiten auf- und abzuwinden versteht, unaufhörlich für die Sättigung schlaffer Leerheit arbeitet. Die gesetzlose Unbestimmtheit, womit diese Gattung nach so unzähligen Versuchen immer noch behandelt wird, bestärkt in dem Glauben, als habe die Kunst gar keine Forderung an dieselbe zu machen und das eigentliche Geheimnis bestehe darin, sich alles zu erlauben. Während sie doch vielmehr auf die Höhe der Aufgabe hindeutet, die wie eine irrationale Gleichung nur durch unendliche Annäherung gelöst werden kann. Wer hält sich nicht imstande, einen Roman zu schreiben, das nebst vielen und wichtigen Erfordernissen, unter anderem auch ein bedeutendes Menschenleben dazu nötig ist, lässt man sich nicht im Traum einfallen. Wie könnten sonst die beliebten Romanschreiber so fruchtbar und die Fruchtbaren so beliebt sein? Also der Roman wird von ihm hier als so eine Art Seismograph der literarischen Öffentlichkeit irgendwie konzipiert, zumindest am Anfang. Er berührt das gesellige Leben und hat dadurch irgendwie besonderen Aussagewert darüber, so eine Art literatursoziologisches irgendwie
so eine Art literatursoziologischer Detektor ist er. Er ist besonders nah dran am literarischen Leben. Und wie steht es um dieses Leben? Und das wird eben deutlich wiederum an ähnlichen Schimpfereien, wie sie der Bruder Friedrich schon vorgenommen hat. Das Leben ist gespalten, es spaltet sich letztlich in ein gebildetes Publikum und ein ziemlich ungebildetes Publikum. Und dann fallen eben auch wieder die gleichen Beschimpfungen, Sättigung, Schlaffer, Leerheit und so weiter. Das sind klare soziale Distinktionsgesten, die irgendwie Leute versuchen zu distanzieren, denen eine gewisse Ungebildetheit unterstellt wird. Das Problem ist, dass natürlich, das ist die eine Seite dann, also wer hält sich nicht imstande, einen Roman zu schreiben, und damit kommt was Neues hinein, das wir noch nicht so hatten, nämlich die Produzentenseite. Bisher waren wir immer Publikumsbeschimpfungen, immer gegen das Publikum, jetzt richtet sich das auch stärker gegen die Autoren. Also wer hält sich nicht imstande, eines Romans zu schreiben? Alle schreiben irgendwie Romane, obwohl sie gar kein bedeutendes Menschenleben hinter sich haben. Das ist ein Argument, das dann am Ende führt. Und das sind alles nur Handwerker. Und wir erinnern uns an jemanden wie Eschenburg, da liegen die wieder einigermaßen auf einer Wellenlänge, der sagt, Handwerkertum, das reicht nicht aus, um den Namen eines Dichters zu haben. Also Handwerker reichen nicht aus, was aber dann? Man braucht das nebst vielen und wichtigen Erfordernissen unter anderem auch ein bedeutendes Menschenleben dazu nötig ist. Also man muss ein bedeutendes Leben haben, um Autor sein zu können. Und es bedarf nämlich der Unternehmungen des Meisters. Nicht des Handwerkers nur, sondern des Meisters. Also dieser schafft es, den Roman aus der Massenkunst zu heben. Und dann kommen Blick frei, seinem Zeitalter voraus und sowas, da merken wir schon, ein Genie ist nötig. Genau ein solcher Meister war 2 Jahre vorher erschienen. Einmal war es natürlich Goethe, der solch ein Meister war, und der Roman, der den Roman als Gattungen katapultierte in die poetische Höhe, hieß dann auch noch Wilhelm Meisters Lehrjahre. Und man kann das, was August Wilhelm Schlegel da macht, durchaus auch als Anspielung nehmen. An anderen Stellen beschäftigt er sich auch relativ intensiv mit Goethes Lehrjahren. Also, Goethes Lehrjahre, letzter Punkt. '95 und '96 erscheinen von Goethe Wilhelm Meisters Lehrjahre. Goethe hat an dem Stoff relativ lange schon gearbeitet. Das erste Mal hat er den sich vorgenommen in den 1770er Jahren, dann noch relativ viel geschrieben, ein Manuskript fertiggestellt, das Wilhelm Meisters theatralische Sendungen hieß, das dann aber zu Lebzeiten unpubliziert blieb und erst posthum veröffentlicht wurde. Goethe nimmt diesen Text dann in der klassischen Phase in den 1790er Jahren wieder hervor, Anfang der 1790er Jahre, und arbeitet es dann aus. Es erscheint dann eben 1795 bis 1796. Der Roman wurde löste nicht solche großen Fanwellen aus wie die Leiden des jungen Werther, aber er wurde gerade in Theoretikerkreisen unglaublich hoch geschätzt. Vor allem die Romantiker, und wir haben ja die beiden Schlegel schon gehört, auch Novalis war gerade am Anfang, später war er sehr kritisch, aber gerade am Anfang ein großer Fan von diesem Roman. Das ging dann eben auch so weit, dass jemand wie Friedrich Schlegel einen schon längeren Essay nur über diesen Roman schreibt, über Goethes Meister. Das ist ein Text, an dem er zentrale Fragen der romantischen Kunsttheorie, der romantischen Kunstkritik und der Romanpoetik verhandelt, eben an Goethes Text exemplarisch, also eine unglaubliche Aufmerksamkeit, und in der er dann eben diesen Satz sagt, den Sie jetzt mehrfach schon gehört haben: Diese wunderbare Prosa ist Prosa und doch Poesie. Mit Goethes Roman gelingt also tatsächlich, ist ein zentraler Moment in diesem Übertritt der Gattung Roman aus der niederen Dichtkunst in die höhere Dichtkunst und damit die Etablierung eines Aspekts der poetische oder eines Bereichs der poetische Prosa genannt werden kann. Dass dieser Roman irgendwie kein normaler Roman war, dass er eben also im Grunde noch nicht mehr wirklich Prosa war, als die der Roman bis dahin galt, das musste dabei sogar Friedrich Schiller eingestehen. Dabei muss man sagen, dass für Schiller Romane immer Prosa sind und eigentlich immer niedere Literatur. Er hatte selbst den Geisterseher geschrieben, aber das waren eher Arbeiten, die auch selbst geringschätzte,
Was wertvoll ist, war jedenfalls nicht der Roman, war nicht die Prosa, sondern das waren die anderen Gattungen, des Epos, das Drama vor allem bei Schiller und die Lyrik. Aber eben bei Wilhelm Meister kommt selbst dieser extrem rigoristische Schiller ins Schwanken. Er kommt das oder er tut das in einem Brief, den er an Schiller, an Goethe schreibt. Sie sehen rechts die Handschrift des Briefs, die kann man alle im Internet mittlerweile anschauen oder fast alle Briefe in der Archivdatenbank des Goethe- und Schiller-Archivs. Schauen Sie sich das mal an, das ist schon sehr interessant. Also Schiller schreibt einen Brief an Goethe, er schreibt den Brief am 20. Oktober 1797. Das ist eine Zeit des intensivsten Briefwechsels zwischen den beiden. Die beiden tauschen sich massiv über also literaturbetriebliche, würde man heute sagen, Fragen aus, wie findest du den und so weiter, aber auch sehr über literaturtheoretische Fragen, über konkrete Fragen des Handwerks und über gattungspoetologische Fragen. Gesprochen wird dabei auch über eigene Werke und es wird dann eben auch mehrfach über Wilhelm Meister gesprochen und eine dieser Passagen möchte ich Ihnen zeigen. Kontext ist, eigentlich sagt Schiller vorher, er hat Hermann und Dorothea, einen Epos von Goethe gelesen, einen Text, den er als Epos bezeichnet, den schätzt er sehr hoch und dann hat er aber auch den Wilhelm Meister wieder hervorgeholt. Naja, und da kommt er ins Schwanken. Auch den Meister, schreibt Schiller, habe ich ganz kürzlich wieder gelesen. Und es ist mir noch nie so auffallend gewesen, was die äußere Form doch bedeutet. Die Form des Meisters, wie überhaupt jede Romanform, ist schlechterdings nicht poetisch. Sie liegt ganz nur im Gebiete des Verstandes, steht unter allen seinen Forderungen und partizipiert auch von allen seinen Grenzen. Weil es aber, und jetzt kommt Schiller ins Schwanken, weil es aber ein echt poetischer Geist ist, der sich dieser Form bediente und in dieser Form die poetischen Zustände ausdrückte, so entsteht ein sonderbares Schwanken zwischen einer prosaischen und poetischen Stimmung, für das ich keinen rechten Namen weiß. Buchstabieren Sie das zusammen, wie Sie können, ich teile Ihnen bloß meine Empfindung mit. Übrigens kann ich Ihnen, das muss er dann noch hinterher schieben, übrigens kann ich Ihnen nicht genug sagen, wie mich der Meister auch bei diesem neuen Lesen bereichert, belebt, entzückt hat. Es fließt mir darin eine Quelle, wo ich für jede Kraft der Seele und für diejenige besonders, welche die vereinigte Wirkung von allen ist, Nahrung schöpfen kann. Also, hier ist der Roman wieder Nahrung, immer diese Nahrung. Guten Appetit. Also, Voraussetzung ist, Schiller ist da formrigoristisch. Die Romanform kann im Grunde eben schlechterdings nicht poetisch sein. Damit hat der Wilhelm Meister im Grunde ein Problem, denn er ist eben ganz offensichtlich in Romanform, in Prosaform geschrieben, also nicht poetisch. Andererseits aber zeigt sich in diesem Roman eben Goethes Geist. Es zeigt sich so, Schiller, also die Romanform ist schlechterdings nicht poetisch, aber es zeigt sich eben ein echt poetischer Geist, der in dieser Form dann auch poetischste Zustände, also sogar in Steigerungsform, poetischste Zustände auszudrücken weiß. Und genau das bringt ihn ins Schwanken, eben ins Schwanken zwischen einer prosaischen und einer poetischen Stimmung. Wenn man denken wir noch mal ein bisschen zurück an Engel, dann sind hier Denkkategorien und Denkfiguren im Hintergrund, die wir bereits kennen. Im Grunde wird Literaturpoesie hier also ein Emotionsübertragungsinstrument konzipiert und genau das gelingt dem Wilhelm Meister im Grunde schon. Der Autor, eben ein poetischer Geist, kann poetische Zustände in seinem Text übertragen und beim Leser kommen dann poetische Stimmungen an. Das ist für Schiller ein Problem, weil der Text eben eigentlich nicht, ne, der Text ist Prosaform, der Text darf eigentlich nicht als Medium eigentlich gar keine poetischen Stimmungen übertragen, aber Schiller beobachtet sich selbst und merkt, dass er auf einmal in poetische Stimmung versetzt wird irgendwie und das also zumindest im Schwanken ist und das ist doch immerhin allerhand. Also so ganz kann Schiller dem Rigorist Schiller nicht zustimmen, aber selbst eben ein Skeptiker wie Schiller muss an sich beobachten, dass dieser Roman auf einmal mit ihm irgendwas Poetisches macht. Und das ist schon sehr, sehr weit. Nee, der
Was passiert ist, ist, ich habe das immer so Begriffsverschiebung, Begriffsverdoppelung und sowas genannt. Also diese Begriffe sind, wichtiger ist eigentlich vor allem geworden, dass es Wertbegriffe sind und gar nicht mehr Formbegriffe oder Begriffe für Kriterien. Was wir hier bei Schiller zum Beispiel merken, ist, dass unterschiedliche Ebenen aufgerufen werden. Einmal ist es dieser psychologische Poesiebegriff, auf den, der unten mit diesem Modell angezeigt ist. Dann so etwas wie ein Formbegriff, nachdem er den Wilhelm Meister erstmal organisiert. Dann sagt er aber, überhaupt die Romanform, also das ist die Prosa, sie liegt ganz im Gebiet des Verstandes. Da ist die Prosa wieder, das ist wieder der psychologisierte Begriff, nachdem eben die Poesie die Einbildungskraft anspricht, die Sinne und so weiter, und die Prosa den Verstand. Das Interessante ist, dass mit diesem Aufbrechen und dieser Verdopplung, Verschiebung, also Erzeugung von Ambivalenzen in diesen Begriffen, weiß man eigentlich fast nie, wo man ist. Das werden strategische Begriffe, die können strategisch eingesetzt werden. Mal meint man eher die Form, mal meint man den psychologischen Zweck oder sowas. Und das ist dadurch wird es eigentlich spannend, weil man dann eben nicht mehr diskutieren kann. Man kann nicht mehr auf einen Text gucken, zum Beispiel auf den Wilhelm Meister und sagen, ach ja, schau, der ist ja in Prosa verfasst, also ungebundene im Sinne von ohne Verse, ungebundene Rede. Deshalb kann ich jetzt sagen, der ist Prosa, sondern ich kann zum Beispiel sagen, na, er ist ja eigentlich Prosa, aber er macht ja was mit mir. Und beim anderen kann ich sagen, das ist doch bloße Prosa, macht ja nichts mit mir. Und das ist der Clou. Also diese Begriffe sind völlig unscharf geworden, Ende des 18. Jahrhunderts, und können ständig umkippen, umschlagen. Wichtig ist eigentlich immer, welche Strategien stecken dahinter, um mit diesen Begriffen zu argumentieren, wenn mit diesen Begriffen argumentiert wird. Und hier, also wenn man diesen ganzen Briefwechsel zum Beispiel betrachtet, Schiller ist sehr unterwürfig gegenüber Goethe und es ist immer wieder ein sehr, sehr lobendes und sowas. Er würde natürlich nie sagen, Goethe, das ist nur Prosa. Also es ist auch eine Strategie zu sagen, du bist ein poetischer Geist, naja, wenn du einen Roman schreibst und so weiter. Gleichzeitig scheint es sowas wie eine Beobachtung zu sein. Irgendwie der Roman macht was mit ihm offenbar, was vielleicht andere schlechtere Romane nicht mit ihm machen, weil sie nicht gut geschrieben sind oder so. Das wird dann aber gekoppelt an diese Poesie- und Prosa-Differenz. Okay. Also selbst beim Schiller kommt irgendwie, beim rigoristischen Schiller kommt hier auf einmal Poesie an, obwohl Prosa vor ihm liegt. Und das ist tatsächlich das Bemerkenswerte am Wilhelm Meister, beziehungsweise, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, er sieht ein bestimmte, für ihn gibt es bestimmte argumentative Modelle, die damals im Raum sind, und zu sagen, das ist, obwohl es aus Formsicht Prosa ist, es ist trotzdem Poesie. Das ist tatsächlich, es sind bestimmte argumentative Modelle, eben zweckorientierte, psychologische Argumentations-, wertorientierte Argumentationsmodelle in der Welt, um solche Signifikationen vorzunehmen und damit Texte aus dem Bereich der eigentlich Prosa in den Bereich der Poesie zu verschieben. Das geht weiter. Diese Adelung des Romans über den Wilhelm Meister geht weiter in den nächsten Jahren. Und ich würde Ihnen jetzt eine kurze Inhaltsangabe des Romans geben, damit Sie grob wissen, worum es geht, denn tatsächlich ist dieses Handlungsmodell ziemlich zentral. Mal gucken, ob ich sie ein bisschen kürzer kriege mit Blick auf die Zeit. Also der Roman ist in 8 Bücher unterteilt und er erzählt in Episoden den Lebensweg von eben einem jungen Kaufmannssohn mit dem Namen Wilhelm Meister. Der kommt aus einem wohlsituierten bürgerlichen Haushalt, interessiert sich aber bereits in der frühen Jugend für vor allem für das Theater. Das hat unter anderem damit zu tun, dass er ein Puppenspiel geschenkt bekommen hat und seine Fantasie, seine ästhetische Leidenschaft, seine Kreativität werden angeregt. Zu Beginn der Romanhandlung ist Wilhelm im guten Jünglingsalter oder im jungen Mannesalter und er ist natürlich verliebt, das muss natürlich sein. Verliebt ist er, wie könnte es anders sein, in Marianne, eine Schauspielerin, die am örtlichen Theater spielt. Wilhelm bewundert sie auf dem Theater, aber er sitzt auch, verbringt auch Abende und Nächte mit ihr. Dann allerdings wird es problematisch, denn Marianne hat noch einen anderen Liebhaber, der sie aushält, der ein bisschen reicher ist, ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat und sie eben unterhält. Als Wilhelm das erfährt, bricht er die Beziehung ab, ist tiefst deprimiert und das erste Buch ist vorbei, Wilhelm in der tiefen Depression.
Er wird dann irgendwie von seinem Vater darum gebeten, also im Sinne einer Vorbereitung auf den Kaufmannsberuf, auszuziehen, die Welt zu bereisen oder zumindest Deutschland zu bereisen, Geschäftspartner zu treffen. Das macht er und will eigentlich erst auch diesen Weg weitergehen. Dann trifft er aber auf so eine Gruppe junger Schauspieler, von denen er wiederum sehr fasziniert ist, eine fahrende Truppe ohne stehendes Theater, verliert sich in denen, macht mit denen Theater, wird Schauspieler, also spielt mit denen Theater, schreibt auch für die, ersetzt sich dann intensiv mit Literatur, Theater auseinander, lernt die Welt des Adels kennen, beschäftigt sich vor allen Dingen intensiv mit Shakespeare und so weiter. Nach einiger Zeit, übernimmt dann die Führung dieser Truppe, also steigt auch finanziell ein. Nach einigen Verwirrungen, unter anderem einem größeren Überfall, ziehen die nachher an ein stehendes Theater wieder, zu einem sehr berühmten Theaterdirektor namens Serlo, wo Wilhelm wiederum irgendwie den Hamlet darf er inszenieren dort. Er spielt auch im Hamlet mit. Es gibt intensive Diskussionen über die Rolle des Theaters und so weiter. Dann kommt irgendwie im Roman so ein Zwischenbuch, Bekenntnisse einer schönen Seele heißt das, in dem irgendwie eine junge Adlige erzählt, wie sie durch Krankheiten erschüttert zum Glauben gefunden hat. Man weiß als erstes nicht, wie das zusammenhängt. Dann aber erfährt man, dass das die Vorgeschichte von vielen Figuren erzählt, die Wilhelm im letzten Teil des oder in den letzten Teilen des Romans kennenlernt. Denn er kommt jetzt in eine Gesellschaft von eher Edelmännern, Adelsleuten, niedriger Adel ist das, kein Hochadel, die praktisch tätig sind, alle sehr praktisch orientiert, mit Theater wenig am Hut haben. Und Wilhelm geht immer mehr in dieser Gesellschaft auf. Er will dann sogar eine Zeit lang eine dieser Frauen aus diesem Kreis heiraten, so eine Gutsverwalterin, also auch ganz praktisch orientiert, und sagt sich dann immer mehr vom Theater los, distanziert sich davon. Er kriegt auch ein Kind zwischendurch noch, das ist nämlich Felix, er wird kurz erfahren, dass Marianne, mit der er eben am Anfang diese Liebesaffäre hatte, ein Kind von ihm hatte, das kommt dann auf Irrwegen auf einmal zu ihm und ist dann bei ihm. Also er muss auf einmal auch Verantwortung tragen. Darüber hinaus, und das ist etwas sehr Merkwürdiges an diesem Roman, offenbart sich auf einmal eine geheime Turmgesellschaft. Das sind diese Leute, in deren Kreis Wilhelm dann so zum Ende hin irgendwie sich bewegt. Turmgesellschaft, so eine Art Loge oder Geheimbund, der hatte die ganze Zeit irgendwie schon Blick auf Wilhelm und wollte ihn unterstützen, hat ihn allerdings nur bedingt geführt, wollte nämlich auch, dass Wilhelm seine Irrtümer durchlebt und an seinen Irrtümern lernt. Am Ende dann heiratet oder verlobt sich Wilhelm mit einer aus diesem Kreis, mit Natalie, und entschließt sich eben praktisch tätig zu werden, ein Leben eben nicht im Sinne des Theaters zu führen. Das ist die Geschichte im Kern, also ganz grob. Sie merken, es geht um so eine Entwicklung von Wilhelm vom Jüngling zum Mann. Und diese Entwicklung ist geprägt, dass er verschiedene Lebensoptionen hat, verschiedene Lebensoptionen auch ausprobieren muss, abwägen muss, um sich dann nachher für eine bestimmte Lebensoption zu entscheiden. Es geht auch darum, dass Wilhelm sich seinen Geschmack, sein Urteilsvermögen ausbildet, unter anderem macht er so eine Entwicklung in der Einschätzung von Kunstwerken durch und vieles mehr. Also er wird gleichzeitig am Ende ist dann aber die Entscheidung irgendwie, er will nicht Künstler werden, das ist ein riskanter und teilweise auch unmoralischer, etwas freizügiger Beruf, sondern eben praktisch tätig werden, gesellschaftlich nutzbar werden, gesellschaftliche Funktionen zu übernehmen. Das ist insgesamt eine bestimmte Struktur, ein bestimmtes Handlungsmodell, das man auch als Individualroman bezeichnet hat. Also im Fokus steht eine einzelne Figur, die eben an verschiedenen Stationen ihres Lebens gezeigt wird. Also wir haben sowas fast wie eine fiktionale Biografie. Das Erzählmuster ist nicht ganz neu, wir kennen das auch in Deutschland schon, von Christoph Martin Wieland gibt es den Roman Agathon von 1766 schon, auch Philipp Moritz hat mit Anton Reiser einen ähnlichen Roman geschrieben. Bei Goethe wird das aber zum einen in die Gegenwart verlegt, also Wilhelm ist in der Gegenwart unterwegs, und zum anderen wird es zu so einer positiven Entwicklung, also Wilhelm kann eben auch als so ein Idealfall irgendwie verstanden werden, an dem man selbst schon mal so ein paar Lebensoptionen, wenn man es denn liest, durchspielt. Am Ende, und das ist das Gute, steht dann sowas wie eine Integration in die Gesellschaft beziehungsweise das Bewusstsein, dass man einen sinnvollen Platz und produktiven Platz in der Gesellschaft finden muss.
Und eben bestimmte, also der Roman verhandelt dann eben auch Fragen der guten Lebensführung, Fragen der Verantwortung, aber eben auch Fragen des ästhetischen Urteils, des moralischen Urteils. Diese Grundidee, dieses Erzählmodell von Wilhelm Meister ist dabei tatsächlich, wird dabei jetzt im Folgenden zu so einer Art Prototyp entwickelt. Also nicht nur der Wilhelm Meister wird erklärt zu dem Roman, der eben in diesem Bereich der höheren Kunst situiert ist, und zugleich wird das Erzählmodell verabsolutiert. Das möchte ich Ihnen in einem kleinen letzten Schritt noch zeigen. Denn es sind nicht nur die Romantiker, also diese unmittelbaren frühen Rezipienten, die immer wieder auf den Wilhelm Meister gucken, sondern der Wilhelm Meister, das ist so die erste Stufe, und sukzessive in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wird diese Reflexion dann weiter ausgreifen und kommt dann zuletzt unter anderem auch in die Lexika. Jetzt nochmal, das ist jetzt die zweite Auflage des später Brockhaus genannten Lexikons, und da können wir am Anfang erstmal das hier lesen. Und das ist schon mal was ganz anderes. Wir bemerken vor allen Dingen, dass wir den Roman durchaus dem Gebiete der Poesie vindizieren, also sagen wir einfach unterordnen, dem Gebiete der Poesie unterordnen. Poesie aber keineswegs als eine Dienerin der Laune und der sogenannten Unterhaltung oder Zeitverkürzung angesehen wissen wollen, sondern ihr einen höheren Rang anweisen. Also, das ist mal beim anderen, 1809 im Artikel hat es noch geheißen, Poesie ist ein nur, der Roman ist nur eine Abart von Poesie. Hier ist er ganz deutlich Poesie. Nein, da lebt Goethe noch. 1832 stirbt Goethe. Es geht weiter. Also, wir haben erstmal Zuordnung zum Roman, Zuordnung zur Poesie, allerdings nicht durchgängig. Das räumt der Verfasser auch hier ein. Wir wissen es wohl, dass es auch jene bunten Farbenbilder gemeiner Jahrmarktsmaler geben muss, die den Pöbel ergötzen, indes er an den bedeutungsreichen, kunstvollen Gemälden des göttlichen Künstlers vorübergeht. Das ist die Farbenbilder, kunstvolle Gemälde. Wir wissen es, dass der böse Geist des Ungeschmacks nur zu geschäftigt ist und in der Gemeinheit des größten Teils der Menschen ein allzu weites Feld findet, um mit seinem verschrobenen, aber durch die Höllenkünste der Abenteuerlichkeit und Buntheit sowie der versteckten und im Gewande der Unschuld nur desto gefährlicheren Lüsternheit so leicht anziehenden vergeblichen Romane das Gift einer höchst gefährlichen geistigen Selbstbefleckung und Wollust auszustreuen. Alles wieder. Topoi kennen wir alle schon, ne? Wieder das Geist, Wollust, Selbstbefleckung und so weiter. Und jetzt kommt der Punkt, aber wir finden für Sie in unserer Theorie keinen Platz. Diese Romane werden einfach ausgegrenzt aus dem Bereich der Reflexion. Es gibt ja noch die Romane, die zur Poesie gehören. Und von diesen Romanen heißt es an einer anderen Stelle im Sinne einer Definition, hier nochmal der böse Geist des Ungeschmacks, demgegenüber stehen aber eben die wertvollen Romane, und über die heißt es: individuelle Bildungsgeschichte derselben, das ist der Bezug der Menschheit, individuelle Bildungsgeschichte derselben, Leben und Schicksal eines Einzelnen von seiner Geburt bis zu seiner vollendeten Bildung, an und mit welchem aber der ganze Baum der Menschheit nach seiner mannigfaltigen Verzweigung in der schönen Stillstandszeit seiner Reife und Vollendung deduziert wird, Lehrjahre des Jüngers, bis er zum Meister erhoben wird, das ist der Roman. Was passiert hier? Also individuelle Bildungsgeschichte, eine Figur durchläuft eine gewisse Phase und kommt am Ende zur Bildung. Das ist faktisch das Erzählschema, das Strukturmodell von Wilhelm Meister, was hier als Definition des Romans zitiert wird. Und das dann am Ende noch mit so Worten wie Lehrjahre des Jüngers, bis er zum Meister erhoben wird, ziemlich deutlich in die Richtung, also zumindest der Titel aufgerufen wird, ist kaum von der Hand zu weisen. Also was passiert? Wilhelm Meister wird zum Strukturmodell, wird zur Definition für den poetischen Roman. Entsprechend heißt es dann auch etwas später. Darauf folgt nun das, was wir mit inniger Überzeugung das Höchste im Gebiet des Romans nennen, Wilhelm Meisters Lehrjahre. Das ist das Höchste im Gebiet des Romans. Also, tatsächlich, ne, Dichotomisierung, zwei Formen, und es gibt eine Definition des guten Romans, und diese Definition ist im Grunde gar keine Definition des Romans, sondern eine Beschreibung von Wilhelm Meister. Und damit ist aber der Roman geadelt. Das geht dann noch etwas weiter. Hier kommen wir jetzt sogar in den Bereich, am Ende wird dann sogar ein Begriff dafür gefunden, ein Begriff, den Sie sicherlich kennen, nämlich der Begriff des Bildungsromans. Ins Spiel gebracht wird er von einem Literaturwissenschaftler aus Dorpat, also dem estnischen Tartu. 1820 das erste Mal, 1824 das zweite Mal, eben von Karl Morgenstern. Und der schreibt dies hier,
oder fragt zunächst, ist jeder gute Roman ein Bildungsroman? Und das heißt, ist jeder gute Roman ein Roman, so wie Wilhelm Meister gebaut ist? Will und soll jeder es sein? Wenn er, erwidern wir, ein Kunstwerk sein und auf mehr als bloß flüchtige Unterhaltung Anspruch machen will, allerdings. Also, nun, Blankenburg hatte noch die Hoffnung, dass es sowas wie einen guten Roman irgendwann mal geben wird. Hier ist klar, es gibt sowas wie einen guten Roman, nur solange er so ist, wie Goethes Wilhelm Meister das ist. Und damit ist eben der Roman im Sektor der Kunst legitimiert. Kurze Zusammenfassung, Ende des 18. Jahrhunderts wird also, wir haben es gesehen, von den elitären, und das sind die postaufklärerischen Theoretiker, eine Dichotomisierung der Literatur konstatiert. Die Literatur zerfällt in höhere poetische Kunst für Gebildete und eine niedere, nicht poetische Kunst für die Masse der weniger Gebildeten. Der Roman gilt in der Regel bis dahin als Unterhaltung für die Masse, er ist nicht poetisch, war entsprechend damit auch lange Zeit kein würdiger Gegenstand für gattungspoetologische Reflexion. Er kam eben als Gattung bzw. als Dichtart nicht vor, jedenfalls nicht in der Gattungspoetik, in der Reflexion. Mit Goethe hat dann jedoch ein poetischer Geist die Gattung Roman bespielt, und zwar eben mit Wilhelm Meisters Lehrjahre hat er einen Text geschaffen, der als Prosa und doch Poesie gelten kann. Und in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts avanciert dann Wilhelm Meisters Lehrjahre zum Prototyp des poetischen Romans, also des hochwertigen Romans. Das Erzählmodell von Goethes Roman, später dann als Bildungsroman bezeichnet, wird dabei zur allgemeinen Definition des legitimen Romans. Und das ist eine der zentralen Entwicklungen im Entstehen und im Aufkommen, im Siegeszug der Gattung Roman, die wir Anfang der Vorlesung, ganz am Anfang im letzten Jahr gesehen, mittlerweile den absoluten Mainstream und manchmal fast als Definition von Literatur verwendet wird, Roman. Das war bis Anfang des 19. Jahrhunderts überhaupt nicht der Fall. Nächste Woche gucken wir uns dann einen armen Tropf noch zum Ende an, nämlich Pustekuchen, der Goethe irgendwie angreifen wollte und dann dafür mächtig einen auf die Mütze gekriegt hat. Was wir nächste Woche auch noch machen werden, ich werde nochmal versuchen, so ein paar Punkte zu resümieren, und wäre auch erfreut, wenn Sie ein bisschen Feedback zur Vorlesung geben in der nächsten Woche. Darüber hinaus gibt es für unsere ausländischen Gäste eine Klausur, 20 Minuten. Das schreibe ich Ihnen auch nochmal per E-Mail über StudIP, dass Sie es nochmal auf dem Computer haben. 20 Minuten am Ende der nächsten Sitzung, vermutlich etwas weniger. Wenn Sie diese Klausur mitschreiben wollen, dann melden Sie sich bitte bis spätestens zum 2.2., also bis nächsten Montag, per E-Mail bei Frau Petra Urland an. Die E-Mail-Adresse finden Sie da. Sagen Sie einfach kurz, mein Name ist so und so, ich möchte an der Klausur in der Vorlesung teilnehmen. Das brauchen wir, um Ihre Scheine vorzubereiten. So viel für heute. Vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche.